Willkommen zurück zu The Vinti Origin Ascend, dem Spiel mit dem Haus des Doktors, vor dem wir gerade stehen. Und so werden wir unsere letzte Quest, die wir in Arx noch haben. Warum ist das hier ein Kerzenständer? Das ist auch eine Geschichte. So, wir haben vor allen Dingen vor uns eine Tür, die sich einfach nur öffnet. Die Tür geht nicht auf. Dich beschleicht jedoch das Gefühl, dass sie dich untersucht. Der Doktor empfängt keine Besucher. Der Tür sagen, dass du eine Einladung hast. Tretet ein, der Doktor empfängt euch. Vielleicht. Na, ich glaube, ich lasse mal über den roten Prinzen volllaufen. Gibt es Doktors? Die kann ich ja bestimmt klauen, oder? Pflegerfahr. Warum sind meine Leute nass? Was sind meine Leute gerade nass geworden? Egal. Der Pfleger starrt dich unverhohlen an. Seine Augen sind so schwarz und gnadenlos wie die eines Hais. Ihr seid bekannt. Ihr habt einen Termin beim Doktor. Er erwartet euch. Geht zu ihm. Dich zum Gehen bitten. Der Pfleger faucht dich an, solange du in Hörweite bist. Euer Fleisch ist so wohlreichend. Ich bin betrunken von euch. Ich sollte nicht alle Leute so vorlesen, das könnte sich negativ auf mich auswirken. Ihr seid eingeladen. Lass den Doktor nicht warten, ja, oder? Deswegen ist mir relativ egal, wie der Pfleger mich angrinst. Ey, guck trotzdem noch in die Richtung, das ist ja ärgerlich, halt mal. Dr. Daver, ich weiß, wer. Was ihr seid. Ich wünsche keine Behandlung und darf keine Heilung. Aber es gibt jemanden, den ich geheilt sehen will. Ich bin bereit, euren Preis zu zahlen. Wo ist der andere Brief? Ach da. Nee, doch. Deva? Vielleicht eine Dämonigerin? Dr. Deva, ich hoffe, ihr habt die Bezahlung erhalten. Ich kann euch für eure erfolgreiche Behandlung meines Sohnes nicht genug danken. Hoffentlich war er wertvoll für euch. Seine Abwesenheit ist jedenfalls wertvoll für mich. GV. Halt. Der Pfleger grinst dich boshaft an. Aus seinem Mundwinkel läuft langsam eine schwarze Flüssigkeit. Noch ein Text? Halt. Schwarze Flüssigkeit, so. Eine Truhe? Hey! Hände weg! Verdammt. Wie hat er mich denn jetzt entdeckt? Ich war doch so vorsichtig! Kamelle eines Sturms. Es kommt davon, weil ich wieder zu vorsichtig bin beim Klauen. Zu wählerisch beim Klauen. Notizen des Doktors. Wo sind die? Achso. Das große Buch auf dem Tisch sind die Notizen des Doktors. Etwas so widerliches wie dieser Autopsiebericht hast du selten gelesen. Der durchführende Arzt hat sämtliche Eigenschaften eines menschlichen Leichnams verzeichnet, darunter die Länge der Eingeweide, die exakten Maße verschiedener Knochen und die Reißfestigkeit von Sehnen und Muskeln. Das ist gründlich. Bildnis von Lucien? Also dafür, dass er der göttliche war, man den sich immer so muskulös vorstellt, hat er einen relativ klapprigen Oberkörper, oder? Ach, das Schildchen sind hier mal. Ein Symposium zur Anatomie des menschlichen Körpers. War das nicht dauerlangweilig? Ich meine, wie sollte man eigentlich alles wissen nach einer Zeit? Skelett. Geister des Patienten. Ein Gleis blickt dich mit umwider Faszination auf seine eigenen Überreste hinab. Seine Geisterform nimmt einen käsigen Grünton an. Anmerkend, dass er sehr tapfer ist, sich seinen Körper in diesem Zustand anzusehen. Tja, so häufig sieht man sich ja nicht in diesem Zustand, was? Er weist über einen kleinen grauen Klumpen in seiner Brusthöhle. Das hat mich umgebracht. Komisch. Sieht gar nicht so wild aus. Fragen, was ihm zugestoßen ist. Ich war krank. Es wurde nicht besser. Der Doktor hat mir ein Angebot gemacht. Er würde mich bezahlen, wenn er nach meinem Ableben meine Leiche studieren durfte. Es war viel Gold. Ich konnte es nicht ablehnen. So bringe ich meine lieben Tod viel mehr ein, als ich es lebendig je gekonnt hätte. Man stellt sich das vor. Fortgehen. Der hatte was. Hat der einfach Krebs? Das klingt zumindest so ein bisschen so von der Beschreibung her, oder? Wer bist du? Schwester Reh? Die Schwester wirft ihr einen sinnlichen Blick zu, der allerdings vom Blut um ihren Mund beeinträchtigt wird. Etwas regt sich unter ihrem Gewand. Der Umriss eines winzigen dritten Arms ist zu erkennen. Ein Jammer ertönt aus ihrem Bauch. Sie legt eine Hand darauf und zwinkert ihr zu. Oh, hat er etwa den Leuten umgebaut? Fünf von mir sind doch geredet. Jojo. Nahrungsbaby. Oh Gott, die Leute echt nicht so synchronisiert. Was? Eine Nadel? Was auf dem Ding? Was? Auf und davon mit euch, Schätzchen. Sofern ihr mir nicht beim Abendessen Gesellschaft leisten wollt. Aber nur, Abendessen. Ich muss da mal. Legt ihn mal bitte ab. Ich möchte mich eigentlich mit Dillis hier eigentlich mal ein bisschen was aufessen. Quick save.
Quick Save. Essen. Wissen. Vergebens kämpfst du gegen die Fesseln, die dich auf den Tisch fixieren. Der Knebel dämpft deine Schreie, als das Skalpell sich auf dein Fleisch senkt. Hä, hat der Dings nicht gesagt, dass er freiwillig gestorben ist? Aber er hat nicht gesagt, dass er freiwillig gestorben ist, nur dass er danach untersucht werden möchte, ne? Tja. Mal Notizen des Doktors. Kann ich die nicht hier woanders hin bewegen? Moment. Man hört dich auch nicht so gut, wenn du in der Küche irgendwie redest oder im Schlafzimmer. So, wo war ich? Ach ja, ich wollte die Notizen klauen. Kann ich das so machen? Das solltet ihr wirklich nicht anfassen. Ja, ja, ist klar. Supertitles. Eigentlich kann ich es auch mit Bestie einfach lesen. Versucht ihr jetzt was zu essen, was ich nicht essen kann? Patient JD. Eingabebefund Manie. Behandlung Lebertran Rosendorn. Tag 1. Stabile Stimmung. P fokussiert und kohärent. Schwere Diarrhoe. Kalte Extremitäten. Tremor. Unverändert. P ist wieder ruhig. Keine Anzeichen von Unruhe oder Gottkomplex. Ergebnis Teilerfolg. Behandlung wird fortgesetzt. Aber JD? Hat darüber nicht vorhin die andere Notiz gesprochen? Über den, wo das. Die vermeintliche. Oder der von. Ne, das ist Weibchen. Also die vermeintliche. Dämonjägerin? Schaukasten, Schädel. Das ist leicht schaurig hier. Also vor allen Dingen ist es hier wie der Geist, der eigentlich wissen würde, was ihm zugestoßen ist. Erzählt halt komplett was anderes als der. Achso. Erzählt halt komplett was anderes als der andere Typ. Das ist der Doktor? Das sieht halt echt aufrecht aus, ne? So als Person. Schwester Do? Warte mal. Schwester Mi? Ach so, Dore Mi Fa La heißen die. Flieger sie. Lol. Na gut, das ist kleine Clown der Täuschung. Achso, zum Lesen. Können wir den reden? Flieger K. Der Flieger erblickt dich, wendet dann aber abrupt den Blick ab und schaut finster rein. Versucht mich nicht. Der Doktor wird unzufrieden sein, wenn ich mich ohne Erlaubnis amüsiere. Geht! Schwester Mi. Die Schwester schleicht sich an dich heran, atmet tief ein und dann seufzt sie wieder aus. Ihr riecht unsauber. Möchtet ihr sauber sein? Sie fährt sich mit langen schwarzen Zungen über die aufgesprungenen Lippen. Ihre Augen reflektieren kein Licht. Sie verzehren es nur. Hm. Also mit ihm haben wir ja die Rede. Nein, das habe ich mitbekommen. Bald eure Finger da, wo ich sie sehen kann. Ja, ja, ist ja klar. Teddybär. Flieger Alarm, die habe ich schon geredet, ne? Ich kaut auf seinen Unterlippen rum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier irgendwie auf den Kampf gegen den ganzen Flieger hinausläuft. Ah gut, verfaulte Sachen. Wo sind die Notizen da? Flieger sie. Der Flieger reibt sich bei deinen Augen anblickfreudig die Hände. Seine Handflächen sind mit einer öligen Substanz beschmiert. Interessant. Aber viel wichtiger sind die Notizen des Doktors. Kann ich gesehen. Autopsiebericht. Grässlich detailreich. Die Konsistenz des Blutes des Toten spielt eine besondere Rolle. Offenbar galt das Interesse des durchführenden Arztes den psychologischen Veränderungen bei Elfen nach Gliedmaßenverzehr. Ah, ein Heiltrank. Aber der wurde ja bloß wieder vermisst. Sonst nichts. Werdet ihr unmächtig, wenn ihr Blut seht? Er lehnt sich zu dir und flüstert, die Stimme heiser vor verzweifeltem Verlangen. Möchtet ihr gern? Junkies. Seid nicht so. Ich könnte euch wundervolle Dinge zeigen. Ja. Bestie. Während der gute Mann da uns wundervolle Dinge zeigt, mache doch bitte mal diese Truhe hier auf. Hey, ein ballistisches Schussbuch. Das ist total toll, aber. Ups. Fuck. Die wollte ich ja nicht klauen. Das fällt doch auf!
Dafür behalten die Notizen Stocks. Ist das schön an Schriftgut, wenn ich das. Wenn ich das einmal. Oh ne, nee, Hund der Freundin sollte eigentlich Lilith haben, weil das ist nämlich die einzige. Eine der wenigen Möglichkeiten, als Magier physischen Schaden zu machen. Sohn gegen Vater, das habe ich schon gelesen. Hasenfoto. Hier. Groteskes Gefäß. Kann das was? Ist es das wert? Lohnt sich der Aufwand, es zu stehlen? Ne. Ist kein Platz. Geht da wieder hin. So. Ja, wundervolle Dinge, genau. Dann bleibt ja nur noch der Doc, oder? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt in den Raum gehe, fängt er wahrscheinlich an, mit mir zu reden. Da sind ja noch mehr Notizen. Brief des Doktors, Notizen des Doktors. Ja, noch drei Briefe hast du nicht, aber auch. Ich müsste am besten mit ihm reden, wenn ich da stehe. Gleichzeitig sei Schwester Do ablenken. Quick save! Quick save! Willkommen, mein Prinz. Schön, dass ihr hier seid. Was plagt euch denn? Der Doktor. Ich glaube, der müsste den anders vorlesen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er. Also, ich stelle mir mit so einer rauchigen Stimme vor. Alter, der. Alter, der hat Gold! Moment. Bevor wir. Was? Warum bin ich jetzt im Kampf gegen ihn? Cool! Adramalik. Erzfeinde. Cool, aber warum bin ich jetzt im Kampf? Haben die gemerkt, dass ich mir was geklaut habe? Ups. Mein Dorf läuft es am Ende eh hinaus, aber ich wollte eigentlich vorher wissen, mit ihm handeln und ihm Zeug verkaufen, um noch mehr Gold zu kriegen. Wie haben die gemerkt, dass ich was geklaut habe? Ich glaube, das Beste wäre, wenn ich einfach den meinen Redner nach vorne teleportiere. Weil. Dann müsste der nämlich. Dann kann ich nämlich die Bude hier in aller Ruhe. Kann ich nämlich die Dokumente in Ruhe auslesen. Hoffentlich. Ich könnte es natürlich auch nach dem Kampf tun, aber ich möchte es jetzt machen. Genau, dann. Oder war das, weil ich mit ihm gehandelt habe? Oder habe ich auch so irgendwas geklaut? Ich nicht. Egal, Lilith, teleportier doch bitte mal den Rotprinzen nach da. Ach nee, er kommt rumgerannt. So, ich habe mit ihm gehandelt. Oder ist das, weil meine Leute angefangen haben rumzulaufen? Aber eigentlich wollte ich hier meine ganzen Waren loswerden. Ich hätte vorhin den Handelsring angehen. Hat er noch was im Angebot jetzt des Gefechts? Was mich interessiert? Was ist das denn hier? Aufziehspielzeug? Mechanischen Bomben, die habe ich noch gar nicht gesehen. Tut zur Ewigkeit. Krümmungsdurchdringen? Oh, das ist ja cool. Das kenne ich noch gar nicht. Krümmungsdurchdringung. Hagelsturm, Heilritual, kleiner Stich. Wahrscheinlich finde ich es danach, nach dem Kampf. Seine Frau, wenn der Kampf direkt losgegangen ist, finde ich auch. Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Aber er hat 19 Wiederbelebungsrollen, die nehme ich alle. Geben wir so. Und 8 Liter. Was hat er denn alles im Angebot? Meine Fresse. Vielleicht noch ein paar gute Stäbe. Hab ich Dolche? Wo waren denn alle Leute immer die ganzen Dolche? Die interessiert doch keine so. Ja, die verfluchten Feuerpfeile sind gar nicht mal so gut. Muss ich mal nachdenken. Hat echt viel Gold. Zum Doc hätten wir wahrscheinlich früher gehen müssen, bevor wir. Druckspitzen? Nö. Quellenkugel halt. Ja. Das war's schon. Wir sind Diamanten halt nochmal an die Boot. Ich hätte den Gürtelfeuer anziehen sollen. Na, jetzt ist es zu spät. Feiner Ring. 844. Ballistischer Schuss. Vor allem den ballistischen Schuss, den ich von ihm gestohlen habe. Naja. So. Gleich werde ich sein Angebot. So. So, dann wollen wir mal mit dem Rest hier. Ach, ich bin mit ihm, mit Schwester Do gleichzeitig auch im Dialog. Das ist ja schön. Ich glaube, den. Es könnte schwierig werden, den anderen Spaß hier zu lesen. Na gut. Brief des Doktors. Lesen. Muss ich jetzt echt rumrennen? Nur zum Lesen? Kann ich jetzt nicht aus der Entfernung machen? Doktor, ich habe euren Rat befolgt, aber die Krankheit klingt nicht ab. Sie wird sogar schlimmer. Mein Sohn ist ein guter Junge. Ich kann nicht mit ansehen, wie er so dahin gerafft wird. Bitte, wenn ihr noch irgendwas anbieten könnt, ich würde alles geben, um ihn zu retten. Gerne. Dienst des Doktors? Welche sind das? Ach so.
Patient DD, Eingabefund Psychose, Behandlung Muskat, Ackerwind, Mohn. Stunde 1, Muskeln relaxiert, akustische Halluzination abgeklungen. Stunde 2, Schwäche, Übelkeit, sieht Geräusche. Stunde 3, hört Farben, Äußerung unverständlicher Krämpfe. Stunde 4, Tod. Ergebnis, Erfolg. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Doc so leicht unorthodoxe Methoden angewandt hat. Ach, war ich in den Raum hier noch? Ach, in den Raum war ich noch gar nicht. Achso, da hinten geht's dann zum Keller. Na gut, die ganzen Leichen müssen irgendwo hin, ne? Eigentlich wäre es gut, wenn meine ganzen Leute irgendwie verteilt stehen würden, oder? Wahrscheinlich ist es totaler Quatsch, weil eigentlich wäre es besser, wenn meine Leute alle an einer Stelle stehen würden, damit ich die Bubble ordentlich zaubern kann. Andererseits, wenn sie alle beieinander stehen, wenn die wieder gereizt sind, dann gucke ich wieder doof. Ja, ich stelle mal irgendwann da rein. So, ich nehme mal nicht an, dass ich den Brief des Doktors hier ohne Probleme lesen kann. Ich quicksave mal nochmal. Ich leg den Mist hier wieder auf den Boden, damit es am Ende nicht heißt, ich habe das Zeug gestohlen, falls es doch noch hier danach weitergeht. Patient KV. Eingabefund Erschöpfung. Behandlung Abendprimeln und dunkles Sandelholz. Tag 1. Wach. Tag 2. Tremor aufgrund von Schlaflosigkeit. Tag 3. Zunehmende Panik, rasender Puls, übermäßiges Schwitzen. Tag 4. Halluzinationen, Koma. Tag 5. Tod. Ergebnis Erfolg. Das hat aber Tage gedauert, nicht Stunden. Das ist doch schon was anderes. Dr. Deva. Ihr kennt mich nur nicht, doch ich kenne euch. Die Kunde von eurem Talent hat mich erreicht, wenn ich auch nicht mehr weiß, über wen. Niemand, den ich frage, scheint sich an euren Namen zu erinnern. Jedenfalls kenne ich dem Wahnsinn in mir nicht länger widerstehen. Stimmen der Ungesehenen, Visionen des Unbekannten. Ich bitte euch um Behandlung und harre sehnlichst eure Antwort. Mit freundlichsten Grüßen, DD. Das war also der andere, der behandelt wurde. Beide Glück? Achso, Patient KV. Was war das da unten? Na gut, hat ja aber sehr gut geendet für die ganzen Leute hier. Ja, reden wir weiter. Nein. Lilith, du gehst jetzt dahin, damit wir hier noch eine Bubble zaubern können, falls es drauf ankommt. Bestie rennt am besten mal dahin. So. Willkommen, mein Prinz. Schön, dass ihr hier seid. Was plagt euch denn? Ihr sollt wissen, dass ich euch euer kleine Indiskretion bei diesen ärgerlichen Jahren verziehen habe. Hört mich wenigstens an. Wir sollten zusammenarbeiten. Wir haben eine gemeinsame Sache. Fragen, warum doch nur erwägen ziehen soll, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sagen, dass ihr den Namen kennt, sie ihn laut sagen. Das sagen wir erstmal nicht. Das scheint mir keine gute Idee zu sein. Weil ihr alle Hilfe braucht, die ihr kriegen könnt. Weil ihr göttlich sein wollt. Also, ihr wisst noch nicht, was ich euch jetzt vorschlagen werde. Nehmt euch einen Moment Zeit. Hört mich wenigstens an. Sagen, dass du zuhörst. Der Vorschlag ist ganz simpel, Götterwächter. Find einen Weg in die Gruft. Findet Luciens Grab. Beschwört mich. Gemeinsam werden wir den Göttlichen töten. Die Göttlichkeit wird unser sein. Ich muss sagen, dass es in gewisser, wenn auch verdrehter Weise Sinn ergibt. Schließlich hat es jedes Jahr zwei Seiten. Ganz genau. Gott bewahre, dass jemand nur großzügig, nur gierig sein könnte. Die Münze muss ausbalanciert sein, sonst landet sie immer nur auf einer Seite. Aller Zufall ausgelöscht, alles Potenzial für Veränderung dahin. Das ist nichts, was ich für das Reich will. Und sicher auch nicht, was ihr wollt. Wenn wir uns einigen, können wir etwas Besseres erschaffen. Etwas, was zu wahren sich lohnt. Er bedeutet der Schwester, zu dir zu treten. Schweigend bittet sie um deine Hand. Der Doktor nickt. Ihr deine Hand geben. Die Schwester hält ein leeres Glasfläschchen hoch. Mit dem Messer sticht sie dir in die Handflächen und hält die Spitze in deine Wunde. Das Fläschchen in ihrer Hand füllt sie mit Blut. Als das Fläschchen voll ist, zieht sie das Messer heraus und die Wunde ist bereits geheilt. Fühlt sich das nicht gut an? Ihr fragen, was nun geschieht. Der Doktor liegt in Richtung deiner rechten Hand. Du hebst sie und bemerkst, dass das Zeichen wieder da ist. Hier ist eure Garantie. Wenn ihr bei der Gruft angekommen und euer Feind Lucien gefunden habt, dann folge ich eurem Ruf. Das wird euch einen Spaß machen. Noch eine Frage stellen, die du gehst. Bitte, für euch alles.
Auf den Pack kommen. Vorgeben, dass du die Einzelheiten vergessen hast. Das ist ein angenehmes Spiel. Natürlich. Frag nur. Fragen, warum er der Göttliche der Finsternis werden will. Ist Macht denn nicht Grund genug? Für mich schon. Obwohl ich gestehen muss, dass sie andere Probleme lösen würde. Damien, der schwarze Ring. Die Welt hat ihre Krankheiten. Wir sind die Heilung. Mein Freund, ihr seid schon fast ein Doktor. Fragen, was geschieht, wenn du es nicht tust? Dann sterbt ihr. Und ich behalte eure Seele. Ihr sagt, dass er besser auftaucht. Wir haben einen Pakt. Ich werde keine Wahl haben. Außerdem will ich diesen Hausbesuch auf keinen Fall verpassen. Bitte, ihr könnt jederzeit gehen. Das Ding ist, das ist fast schon zu spannend, um es nicht auszuprobieren. Deswegen werde ich es jetzt machen. Wie viel Panzerung hat denn der Doc? Also, der Doc. 17.000! Das könnte schwer werden. ich habe weniger, oder? Ja. Ja, 17.000 Panzerung komme ich doch nicht drüber, oder? Lol, der große Rüstungsstand macht 309 physische Rüstung? Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Das Problem ist halt, der Doc ist halt ein Dämon, ne? Das heißt, ich muss hier wieder anfangen, klarer Geist auf alle meine Leute zu zaubern. Naja, Lil ist kein klarer Geist, so. Bestien? Ach ne, Bestie hat schon klarer Geist. Lil ist doch nochmal eine Seite, klarer Geist. Ist aber schaffbar, ja. So, okay, alle haben klarer Geist. Ihr seid ein echter Blutvergießer, was? Jetzt bin ich mal dran. Was? Ach so, wegen dem Pakt. Das ist ja ärgerlich. Aber ja, hätte ich nicht irgendwie einen Eidbrecher? Also, die ist eigentlich kein Diebstahl mehr. Adramahaliken. Gott, wie viel Tränke will der noch trinken? Okay, erste Tat des Tages. Den roten Prinzen vom Asphalt aufkratzen. Wo ist er instant wieder tot? Das ist natürlich doof, wenn ich ihn jetzt. Oh, es sieht hart verpackt. Ich kann ihn nicht wiederbeleben, oder? Achso, ich hätte den Kampf also vorher anfangen müssen. Ja, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Okay, das ist anscheinend hart verbuggt. Also ich kann... Kann wiederbelebt werden? Das ist eine glatte Lüge. Er kann nicht wiederbelebt werden. Das wüsste ich. Also seine Ads sind auf jeden Fall nicht so doll. Ja, aber das auch mit einer Person weniger zu schaffen, ist halt echt ein bisschen doof, ne? Ich kann es ja nochmal versuchen, Eva, den Prinzen wieder zu beleben und danach laden. Jetzt ist er wieder da. Okay, man braucht anscheinend zwei Wiederbelebungsrollen. Na gut, dann, Gott! Gibt es jetzt anscheinend keine Safety-Bubble, so wie es aussieht? Ich stelle gerade zu meinen großen Entsetzen fest, dass ich... Ich müsste jetzt eigentlich mal mit guten Augen anfangen. Dämonen kann man heilen, nehme ich an, oder? Oder? Stimmt.
vielleicht repositionieren soll. Naja. Ich glaube, er ist ein Bug. Oh, habe ich gerade mehrere Leute getroffen? Ach, da ist er hin. Mensch. Gott, wie viel Resistenzregel hat er sich denn reingehauen? Ich bräuchte jetzt einen guten AOE. Vielleicht einfach mal versuchen sollen, deinen Keller einzubrechen, um gegen ihn zu kämpfen. Warum ist er eigentlich nicht. Warum ist der Typ eigentlich nicht niedergeschlagen? Ich hab den doch. Kannst du das verstehen? Ja, toll. Den armen roten Prinzen, der gerade keine Rüstung hat. So unfair. So unfair! Will ich das schon? Der kommt nie wieder dran, so wie es aussieht. Warum kommt Dillis eigentlich nicht dran? Ach nee, Dillis war schon dran. Okay, der große Erzdämon Abramada Halik ist immun gegen... Okay. Könnt ihr bitte aufhören, Unsichtbarkeitsregel zu trinken? Will jetzt die ganze Sache nur noch poppen oder was? Er schürft gerne drin. Das macht ihn ja eigentlich ganz angenehm, wenn er nur Tränke trinkt. Ne? Das ist halt. Ist das vielleicht okay? Wir müssen gerade weitergesprungen, das Ding. An der Flüssig müssten die ja trotzdem Feuer für dich sein, oder? Was? Verfehlt? Verkehrt. Geistbeherrsch noch Bestien? Das hat funktioniert? Das ist frech. Das ist frech. Ich hasse es übrigens, dass diese ganzen Dämonen immer mit Geistbeherrschen in die Ecke kommen müssen, ne? Das ist halt echt nicht die feine englische Art. Steht doch irgendwann drum, der den ganzen Damage hier immer tankt? Mich ja zwei zu treffen. Doch. Na? Hat's gerade. Es gibt einen Winkel, der beide trifft. Was ist der? Achso. Ach, verdammt. Jetzt hat er... Ach, Mann. Der rote Prinz kriegt doch an... Der stapelt einfach nur Stati oder was. Okay, was ist der eigentlich an... Die Flieger haben ja gar nichts an Rüstung. Treffe ich damit irgendwas? Nein, das war ja nicht. Ich glaube, das muss ich besser vorbereiten. Zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mit... Wenn ich auf den hier halt schieße, dann ist das halt doof, dann ist wieder... Das war schon mal ganz gut. Ich würde den roten Prinzen nicht schon wieder vom Boden abklatschen. Achso, ich hätte vielleicht lieber Clara Guest zaubern sollen. Auf den roten Prinzen, wenn wir nochmal dran gucken. Oh, Moment. Clara Geist kann auch nichts zaubern, oder? Nee, er kann nicht zaubern, weil ich mit ihm gerade schon mal Clara Geist gezaubert habe. Nein. Ich nehme jetzt einfach seine Rolle. Hey, Ritual. Was ändert sich hier? Aha! Welchen Schwierigkeitsgrad also spielst du? Nicht mal besonders hohen, ich spiele auf den zweitniedrigsten, also den zweiten halt. Also nicht auf den Decker, sondern den da drüber. Weil ich im ersten Teil die Erfahrung gemacht habe, dass die größeren Schwierigkeitsgrade echt hardcore sind. Und man muss zumindest optimaler spielen muss. Redeverbot? Das ist nicht so schlimm. Weiß ich, dass die Heilzauber gerade... Nein, hat aber auch nur...
Mittlerweile wird hier die Halle echt voll. Ich glaube, das ist, da ist ja noch einer. Ich glaube, das muss ich anders angehen. Also ich brauche auf jeden Fall die Safety Bubble am Anfang des Kampfes. Nein, kein Knock-off-Fall auf Lilith. Verzauberungsfall. Ach man, warum ist er denn schon wieder verzaubert? Och. Hey, habe ich ihn irgendwie nicht gerade klarer Geist gezaubert? Was hatte ich denn? Achso, er ist sowieso hier. Ja, das sieht irgendwie nicht so gut aus, muss ich mal sagen. Ich brauche auf jeden Fall die Rüstungsbubble. Ja, das ist hier, glaube ich. Erst beherrschen? Ja, das ist halt, das ist nicht auch leichter. Ich glaube, ich muss mehr Fähigkeitsrollen des klaren Geistes kaufen für diesen Kampf. Das geht ja gar nicht. Hier steht halt alles voll jetzt. Also Typen. Ich habe der Typ, der von meinen Leuten, der jetzt hier einen guten AOE hätte, der kann halt komplett gerade, kann irgendwie nicht gerade nicht zum Einsatz kommen. Es sind halt echt viele, wenn man sich das mal anguckt da unten. Aber kann ich hier eventuell. Kann ich hier für Ruhe sorgen, indem ich hier einen Rauchwandpfeil verschieße? Ich meine, die dürften ja alle nicht mehr hier hochschießen, oder? Wenn jetzt hier eine große Rauchwolke ist, oder nicht? Theoretisch. Achso, jetzt hätte ich gleich vorher gespielt. Nein. Oder? Ich könnte den Boden segnen, das bringt aber halt auch gar nichts. Ja gut, er sieht natürlich von hier noch was. Ich denke, die Bubble, ja. Dafür müssten die Person, die Bubble kann, auch nochmal drankommen. In nächster Zeit. Was jetzt nicht so wahrscheinlich ist. Hey, mal ein Krit. Nee, das reicht natürlich für mich. Magst du mir vielleicht wieder vorstellen? Sie sehen halt trotzdem was. Vor allem, warte mal, er hat sich bewegt und hat trotzdem noch zwei Angriffe gemacht. Was ist das denn? Aber Bestie kann das ganz gut tanken hier. Ah, Bestie kann nicht zaubern. Das ist natürlich jetzt doof. Er ist tot? Hier geschlagen? Was ist das denn? Da finde ich KI schön. Ja, die KI weiß halt schon vorher, wo die Stellen sind, die man, von denen man durch den Rauch. Nee! Also wird das nichts mit der Safety Bubble? Welche nie zaubern darf? Also mit dem Rauch hätte ich gleich machen müssen, weil dadurch kann ich die halt dazu bringen, alle auf einer Seite zu stehen. Aua. Das nächste Problem ist, dass von meinem Team halt nie irgendjemand drankommt, weil die halt irgendwie immer alle... Also wenn ich die Rauchwand besser wäre, könnte ich halt mit der Rauchwand dafür sorgen, dass die ganzen Fernkampf auf einer Seite sind und dann mit den guten AOE reinhauen. Ich hätte vielleicht doch vorher mal die Resistenzen angucken sollen von der Bahn, ne? Ach, guck mal, da ist er wieder. Der hat bis jetzt noch nicht viel Schaden genommen. Ja, hat er sich ein ultimatives Kraut reingehauen? Außer Wasser ist es denn? Raffinesse dran? Oh, er zaubert was. Was? Haben wir das so? Ah, das ist nicht gut. Das ist zwar sehr lieb von ihm, aber. Aua. Mich wundert ja immer noch, dass noch niemand tot ist von meinen Leuten. Also, jetzt gleich schon, aber. Bis jetzt saß man ganz. Sind hier nur so Leute, die nicht hauen können? Da. Das ist halt so krass, die Bestie. Guck, Bestie ist wieder voll geheilt! Von einem Angriff! Das ist halt so lächerlich! Wie lächerlich stark einfach nur Nekromant ist. Also, wenn ich auf höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen würde, würde ich auf jeden Fall auf meinen Chars Nekromant auf allen Leveln, einfach nur weil es geht. Weil das halt so OP ist. Oh, ich heile mich einfach mit allem, was ich mache, um 100%. Also zumindest er hier. Wie viel Nekromant habe ich? 10, ja. Ja. Heilung, 100% des bewirkten Schadens. Das ist halt einfach nur gut. Das ist halt immer gut. Das ist halt absolut lächerlich vielen auch. Ich glaube, ich hätte hier... Aha, das ist Lilith, das Beste. Ich hätte hier, glaube ich, viel früher anfangen müssen, taktisch Leute in ihr zu schießen.
Davon abgesehen, dass ich hier gerade eh nicht so viel sehe. Gut, er tut da hinten eh nichts, außer in der Ecke zu stehen und Heilung zu zaubern. Kann der Doktor eigentlich überhaupt irgendwas? Den hinten werde ich wahrscheinlich... Oh, ups. Den hinten werde ich wahrscheinlich nicht downkriegen, oder? Nein, reicht nicht. Hat schon wenig Schaden gemacht, das Ding. Ach, die Rauchwand ist ja schon wieder weg. Ja. Schleunigung? Ja, genau. Aber es ist auffällig, wie Adramalalik einfach nur wegrennt die ganze Zeit. Aber jetzt halt im Turbo-Service gewesen. Nimm dies! Oh. Hätte vielleicht mit dem viel öfter Marker wandern sollen. Na, die stehen ja alle wunderschön im Kreis. Autsch. Wie hält der rote Prinz immer noch mit 46 HP lebt? Er kommt aber auch nicht mehr dran. Jetzt sehe ich gerade so. Der Inbegriff des Champions steht eigentlich ziemlich gut, da wo er steht. Magischer Panzer? Lol, warum hat er sich denn jetzt geheilt? Achso, der rote Prinz hat den Tod abgewehrt. Gereizt? Letztliche Grausamkeit? Haha, verfehlt. Und Bestie heilt sich weiterhin voll mit dem Gelegenheitsangriff. Da fängt das an zu greifen. Was ist der Marker schon? Da schreist du nicht mit. Ja, ich glaube, wir beenden das hier erstmal und machen beim nächsten Mal weiter.